Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crisis Core, die Vorgeschichte von Final Fantasy VII. Im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben das Kapitel abgeschlossen und Angeal hat sich, ja, das war eine komische Sache, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Also Angeal hat sich immer als Monster empfunden. Scheinbar hat die Mutter von ihm Genova-Zellen in so eingepflanzt bekommen und hat dann, also dann wurden die Zellen von ihr, die wahrscheinlich menschlich verarbeitet wurden, in Genesis eingepflanzt, was aber nicht so gut funktioniert hat scheinbar. Und außerdem hat Jillian, die ja so hieß, Projekt G, also es hieß nicht Genesis, sondern Jillian, hat ein Kind bekommen, was er Angeal war letztendlich. Und das wäre wohl so die wahre Schöpfung, laut, wie hieß er, Holländer, genau. So, jetzt ist es natürlich so, dass Angeal immer sehr ein großer Ehrenmensch war und es einfach nicht ertragen konnte. Er hat sich halt als Monster gesehen und wollte eigentlich nicht mehr sein. Das ist dann auch die Stelle, die ich nicht ganz kapiere. Wieso stellt er sich absichtlich gegen Zack? Er hat sich mit den Monstern, die ja dort irgendwie auch, ja, anscheinend Angeal-Zellen bekommen haben oder so, hat er sich vereinigt, wurde zu so einer Art Ultima-Angeal-Weapon. Und ja, jedenfalls mussten wir dann gegen ihn kämpfen. Beim ersten Versuch ging es richtig schief. Und beim zweiten Versuch, das war allererste Sahne, ging wie geschmiert. Und ja, jedenfalls ist er danach gestorben und Zack muss jetzt damit leben, dass er irgendwo seinen Freund umgebracht hat, beziehungsweise halt mit dem Verlust an sich. So, so wie wir gesehen haben, ist Zack außerdem, ja, ich denke mal, Soldier-Trainer geworden, also Ausbilder. Er bildet jetzt die ganzen Neulinge aus. Und ja, wir schauen mal. So, ich drücke mal auf Zurück. Projekt G war eine Versuchsreihe von Angeals Mutter. Holländer und ich haben in Modeo, Holländer habe ich in Modeo dingfest gemacht und Shinra übergeben. Seitdem sieh ich hier einen Bereitschaftsdienst vor mich hin. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Bei Shinra selbst scheint alles drunter und drüber zu gehen. Und mir hängt die ganze Zeit so ein Türk an den Fersen, meint, unser Urlaub hätte sich rein zufällig überschnitten. Da bin ich mir allerdings nicht so sicher. Von Angeal und Genesis redet sowieso keiner mehr. Als hätte es sie nie gegeben. Ist das die Art, wie man Soldier jetzt behandelt? Mit Ignoranz? Und was bleibt mir noch, für das es sich zu kämpfen lohnt? Was ist dieses Soldier? Was ist diese Soldier-Ära? Noch sind wir in Costa del Sol. Tatsächlich, ich erkenne es wieder. Suntan lotion? No. Never mind that. What is this? Are they putting me out to pasture? You could use some R&R. I'm bored. That's it. I'm calling them. Director Lazard's not in. He's been missing for a while now. It was Lazard who was funding Hollander's research. Using the company's money. Are you serious? We're interrogating Hollander, so we should learn more soon. What's wrong with them? Hmm? People. What are they all thinking? The truth lies within each person. But even truth seems suspect once it leaves their mouths. Sisne, go do something. Calling Aerith? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. Huh? That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know? She never said anything. The only one left in the world, huh? She is one of a kind. Heads up! Genesis copies! Wir kämpfen jetzt nicht wirklich mit einem Regenschirm, oder? Genesis Replikant? Combat Mode.
Oh mein Gott, wir kämpfen mit einem Regenschirm. Ist das zu fassen? Ah, okay, ich dachte schon... Ach nee, nee. Ich wollte gerade schon wieder sagen. Ich dachte, wir kriegen schon Sisney. Und dann hat sich's geändert. Dachte ich mir, oh, jetzt kriegen wir Sisney, aber nein. Aber ist ja nicht schlimm. Der Kampf sollte jetzt nicht so lange dauern hier. So, da ist nämlich der schon hinüber. Oh, hier ist ein neuer. Au. Ach Gott, da ist noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hm. Das ist irgendwie strange. Was genau wird das hier? Da ist auch gerade einer am Spawn. Hoffentlich wird er jetzt hier mit erwischt. Wobei, naja. Wir haben nichts Besonderes. Vitra Stufe 2. Sehr gut. Oh Mann, wie lange geht das hier? Ich muss mich, glaube ich, mal heilen. So, dann geht's jetzt weiter. Holy shit. Ah, schön, Angie, kriegt man trotzdem noch was passiert gerade. Genesis? Wieso kriegen wir Genesis? Was ist denn da jetzt passiert? Show me the true power of Soldier. Mind your own business. Genesis kämpft gegen seine Repliken. Sehe ich das gerade richtig? Ist ja auch interessant. Boah, 6000. Ist das krass. So, fragt sich natürlich nur, wie lange das hier so weitergeht. Boah, Himmel. Leute, Leute. So, Damen X-Potion erhalten. Könnten das die letzten Gegner sein? Oh ja, High Potion. Und wir haben den Konflikt behoben. Die wären Geschichte. Ich meine, Genesis ist doch... Vielleicht ist er lebendiger, als uns lieb ist. Wie? Die Seelen Verstorbener gehen in den Lebensstrom ein. Ja, und? Nur Genesis' Seele könnte von diesem Energiestrom um unseren Planeten aus... Repliken kontrollieren? Willst du das sagen? Eine Theorie, nichts weiter. Wie dem auch sei, Zack, dein Urlaub ist zu Ende. Yunnan wird von einer unbekannten Streitmacht angegriffen. Du wirst der Sache zusammen mit uns auf den Grund gehen. Mich persönlich hätte es wahrscheinlich angepisst, plötzlich so aus dem Urlaub geholt zu werden. Aber ich denke, Zack ist ganz glücklich darüber. Oh Mann, was für ein Schlamassel. Ja, was sind das für Leute? Hier ist ja auch alles voller Repliken und die scheinen ziemlich in Partylaune zu sein. Okay, dann werden wir mal... Och, das ist hier ein Trick, oder was? Na, wo rennt er hin? Okay. Das war's schon. Das war eine einfache. Holländer wird derzeit in Yunnan verhört. Es wäre schon ein verdammt großer Zufall, wenn dieser Angriff nichts damit zu tun hätte. Ist also immer noch nicht vorbei. Wir werden uns um eine rasche Evakuierung der Bevölkerung kümmern. Sorge du dafür, dass Holländer nichts geschieht, Zack. Ich soll Bodyguard für Holländer spielen? Wäre es nicht besser, ich kümmerte mich erst um die Repliken? Holländer verfügt über streng geheimes Wissen. Dein Präsident ist unbedingt in seiner Sicherheit dem Präsidenten ist unbedingt an seiner Sicherheit gelegen. Nach dem plötzlichen Verschwinden Lazars ist die Kommandostruktur von Soldier extrem geschwächt. Und dieser Angriff zielt genau auf diesen wunden Punkt. Du musst Holländer beschützen, Zack, unter allen Umständen. Holländer wird in deinem Arrestblock auf Ebene 8 des oberen Yunnan festgehalten. Es gibt einen Notfalllift, der nach oben führt. Er liegt am Ende dieser Straße. Wir zählen auf dich, Zack. Holländer darf nicht in die Hände des Feindes fallen, bevor wir nicht die gewünschten Informationen aus ihm gequetscht haben. Okay, verstanden. Gut, dann speichern wir erstmal. Und ich glaube, es ist wieder Zeit für eine Mission.
Ich meine, ich werde das immer, wie gesagt, Stück für Stück machen, solange wie das halt geht. So, Rätsel der Welt unten hatten wir fertig. Wir machen mal hier oben den Shinra-Konzern. Die Sicherheitsfeder. Oh, das ist so langweilig. Aber ich glaube, das ist der letzte. Die ultimative Waffe. Normal. Obwohl ihre Angehörigen bisher in jedem Manöver unterlagen, hat die Sicherheitsabteilung eine weitere Gemeinschaftsübung beantragt. Das heißt, das gesamte Budget der Sicherheitsabteilung sei in die Ausrüstung dieser letzten Übung geflossen, sei auf der Hut. Okay, dann fangen wir doch mal an. So, schauen wir mal kurz. Hier kann ich eigentlich nur nach links laufen. Ich guck mal kurz. Oh, ich finde das so doof. Wenn man in so engen Räumen ist, kann man leider nicht das Bild drehen. So, den haben wir schon mal weg. Okay, das war's schon. Ja, das ist wirklich normal oder einfach. So, da ist eine Kiste. Und dann können wir nur links hoch. Also ich glaube, das ist eine relativ kurze Mission. Gegebenenfalls schaffen wir dann noch eine zweite. Ich habe immer so um die 5 Minuten oder so pro Mission gedacht im Part. Und so wie das bisher aussieht, wird das hier ganz schnell gehen. Aber schauen wir dann. Oh, okay. Ach, wir haben jetzt tatsächlich... Oh, shit! Moment mal, ist das die Geheimwaffe? Weil die ist irgendwie schon ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Dummes Vieh, ich hasse dich. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Ich habe schon wieder so eine Potion in der Mission... so ein Phoenix wieder in der Mission verschwendet. Das ist ärgerlich. Ein Hoch auf meinem Blitzer. Oh Mann, oh Mann. Ich bin so doof. Ich glaube, ich habe jetzt keine mehr, ne? Moment mal. Ups. Sortieren. Automatisch. Ich habe keine Phönixfeder mehr. Ich bin so blöd. Aber hätte ich ahnen können, dass in einer normalen Mission, wo die Gegner so leicht sind, das Viech mich mal eben umhaut? Oh, die wollen mich einkesseln, glaube ich. So. Ja, gegen die Viecher kann ich echt nur mit Blitz ran. So. Das ist also das Spezialmonster. Man hat es jetzt gerade im Hintergrund schon leicht gesehen. So, dann wird man natürlich auch mit Blitz rangehen. Das Viech hatten wir ja schon in Benera gehabt. Oder so etwas Ähnliches, würde ich jedenfalls mal sagen. Bloß weg, bloß weg. Au, au, au. Ich muss mich, glaube ich, gleich mal heilen. Sisney, Sisney, Sisney. Yes, sehr gut. 2, 4, 1. Glückssterne, Stufe 1. You can do it, Zack. Yeah, I'm on fire now. Oh, heilen. So. Und Pizza. Wobei, ich mache jetzt kritische Angriffe. Vielleicht könnte ich ja doch mal normal angreifen. Ne, im Moment nicht mehr. Gerade eben hatte ich noch... Ja, gut, dann halt so. So, Phasenmodulation. Gib mir ein... Genau. 4, 5, 7. 8 Steich, Stufe 3. Sehr schön. Und er hält gut was aus, muss ich ja sagen. Super. Schutzweste erhalten. Schokomopsfeder mal 1. Oh, was ist das? Ist das eine Schokobo-Feder? Würde ich gern nehmen. So, wir speichern gerade nochmal. Lasst mich mal gerade schauen. Utensilien sortieren. Was ist eine... Warte mal, was ist das eigentlich? Ach so, eine Schokomopsfeder. Da will ich gerade mal gucken, was das ist. Aktiviert Schokobo-Tritt in der DBW-Matrix, erteilt Schaden. Außerdem haben wir Kaktusstachel, aktiviert 1000 Nadeln in der DBW-Matrix, erteilt Schaden. Das ist sehr interessant zu wissen, aber wo habe ich... Ach hier... Bewirkt in der Materia-Fusion TP plus 10%. Ah, verstehe. 5 davon bewirken in der Materia-Fusion begrenzt AP plus 10%. Ah.
Das ist interessant. Ja, okay. Dann werden wir jetzt aber uns mal weiter bewegen. Und wir schauen mal, wer eigentlich hier dahinter steckt und was das Ganze soll. So. Ey, die versuchen mich echt einzuketzeln. Fällt euch das auf? Die rennen so, dass ich mit dem Rücken zu dem einen stehe und dann... Ja, so halt, ne? Hier ist eine Kiste. Oh, ich hoffe, ich habe gerade keine verpasst. Ich habe jetzt immer nach was anderem Ausschau gehalten. Nach einer anderen Art von Kiste. Aber nee, scheinbar nicht. Dann ist es gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier hinten ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Sehr gut. Okay. Scheinbar werden wir nie getroffen von irgendwelchen Kugeln oder so. Oh, ein Schiel wieder. Oh, schade. Oder? Tatsächlich. Sehr schön. 471. Apokalypse Stufe 3. Show me the true power of Soldier. Mind your own business. Ja, wow. Das macht einen Damage. Aber schade, der war hier nicht mit drin. Oder die zwei, eher gesagt. Die drei, es kommen immer mehr. Krieg ich Cloud? Nee, schade. Egal, 4, 2, 3. Es gibt auf jeden Fall ein paar HP und MP wieder. Obwohl, nee, ich glaube nur, wenn es zwei Köpfe dann auch gleichzeitig sind, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mich heilen. So. Geht kaputt. MP und AP frei. Wir kriegen so viele Potions, ich weiß gar nicht, was ich alles mit denen anfangen soll. Mein Gott, sind das viele. Holla, die Waldfee. Okay, also denen scheint es echt ernst zu sein. Was haben wir hier? Eine High Potion. Und hier hinten haben wir auch noch eine Kiste. Mit... ein Bronzearmband. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt hier in den Aufzug. Ich werde das Ganze aber erst im nächsten Part weitermachen. Also wir sehen uns dann. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.